Ja, mit dem Narada Brahma, die Welt ist Klang. Ja? Dann bin ich auf die Suche gegangen. Und ich habe im Grunde für mich so das Grundding der Heilung gefunden. Also einmal geht es darum für mich, dass ich selber in diesem ganzen System so harmonisch wie möglich mit der kosmischen Harmonie zusammenlebe. Das meint nicht mit dieser Harmonie, die wir Menschen gemacht haben, wo wir sagen, das ist harmonisch oder das ist nicht harmonisch. Denn das ist vor allem die Dualität. Das heißt, wir versuchen auszugrenzen. Wenn das da ist, dann ist das nicht harmonisch. Oder das, ja, wir versuchen Sachen wegzutun und das kann nicht der Weg sein, etwas auszugrenzen. Sondern im Gegenteil, wenn wir das Universum als harmonisches Gebilde sehen, ist das die absolute Integration von allem. Das heißt, das ist der Weg, ja, zu integrieren und harmonisch mit der kosmischen Harmonie zu leben. Der Ton, wo es jetzt vor allem drum geht, geht von 16 bis ca. 20.000 Hertz, Schwingungen in der Sekunde. Ja. Wenn wir jetzt unter 16 Hertz, also Schwingungen in der Sekunde kommen, was passiert dann? Was kommt da als nächstes? Ja. Versucht mal mit der Stimme. Was machen deine Stimmbänder da? Sie machen keinen Ton mehr. Als was ist es hörbar? Es ist Rhythmus. Ja? Also Rhythmus und Klang liegen ganz eng zusammen. Und Rhythmus ist irgendwie ja unheimlich verschweißt mit Musik. Irgendwie, ja, genau. Also da kommt Rhythmus. Nun, beim Ton haben wir gesagt, Mensch, jede Zelle schwingt musikalisch. Ja? Und über die Töne von den Schalen können wir unseren Körper wieder daran erinnern. Das ist für uns so wichtig. Ja? Denn parallel zu den Tonschwingungen laufen auch die elektromagnetischen Schwingungen. Und so ist es wirklich wichtig, diese Handys auszumachen, weil auch die wirken auf unsere Zellen. Ja? Und das ist so toll, wenn ich arbeite ja im Bergwerk in Berchtesgaden, im Salzbergwerk. Ja? Und da ist ein Riesenraum, größer als dieser, aus Salz, mit 70 Betten drin. Und da ist das Phänomen, dass all diese Strahlungen von außen nicht reinkommen. Der ist total abgeschirmt. Das heißt, da habe ich sehr viele Experimente machen können, bin jetzt über 10 Jahre dort am Arbeiten. Ja? Und habe auch mit Wissenschaftlern drin gearbeitet. Ich durfte viel über die Musik erfahren, aber auch über Schwingung. Es ist ein Raum, in dem ich mich komplett ausbreiten kann. Mit all meinen Schwingungen, die ich kann. Und deshalb ist es so schön, dort zu sein, weil die elektromagnetischen Schwingungen, wenn wir das spüren würden, ja, wenn wir, es gibt nur ganz wenig Menschen, die jetzt sagen können, wo der nächste Handymast steht. Ja. Wirklich, wir haben die Sensorik nicht dafür. Es sind nur ganz wenig Feinfühlige, die so draufkommen, ich selber benutze mein Handy und habe da kein Problem mit. Und ich will auch kein Problem mit haben. Ja. Und ich bin mir ganz bewusst, dass ich über die Töne meinen Körper zusammenhalte und dass kein Handy der Welt und kein Satellit der Welt meinen Körper auseinandernehmen kann, weil ich das nicht will. Ja? Die Töne geben mir immer wieder diese Frequenzen zurück und deshalb habe ich kein Problem mit Elektrosmog. Im Gegenteil, ich arbeite gern am Computer und dem ganzen Zeug, aber ich töne ganz viel, um meinen Körper immer wieder daran zu erinnern, wie er sein soll, wie eine Zelle schwingen soll. Aber die anderen Schwingungen von außen, die tun eben auch was. Ja? Gut, wir haben den Tonbereich. Also Ton, die Zelle schwingt, die Töne, die machen ganz viel in uns. Dann ist der Rhythmusbereich. Ein jedes Organ in eurem Körper hat einen eigenen Rhythmus. Ja? Erinnert euch ganz früher, ja, wie das noch war, vor der Geburt. Dieses übermächtige Mutterherz über euch oder unter euch hin, nachdem wir gelegen haben. Das kleine Embryoherzchen.
Was machen diese beiden Herzen, damit sie miteinander leben können? Sie harmonisieren sich. Wie harmonisieren sie sich? Mit der harmonischen Möglichkeit, mit der Oktave. Das heißt, das Embryoherz schlägt genau doppelt so schnell wie das Mutterherz. Wenn die Mutter aufgeregt wird, geht das genau in der Relation mit. Es gibt nur wenige Kinder, die ein eigenes Herz haben, aber wenn die rauskommen, also einen eigenen Rhythmus, dann sind es auch dementsprechend Charaktere. Es gibt es. Ich will nicht sagen, es ist immer so, aber in den meisten Fällen ist diese Harmonisierung da. Ja. Sprichst du aus Erfahrung? Es muss für die Mutter anstrengend sein. Also ich glaube, die Mutter spürt es auch, wenn da so ein, ich habe meinen eigenen Rhythmus. Wird dann auch so weitergehen. Ja gut. Und das ist aber nur die Spitze. Also jedes Organ hat einen eigenen Rhythmus. Ja? Und auch Herz und Lunge in eurem Körper. Es ist alles harmonisiert. Und es ist alles nach diesen Schritten der Komplexität. Desto harmonischer, desto einfacher, sagen wir mal, die Schwingungen miteinander sind, desto weniger Energie braucht es, die aufrechtzuerhalten. Desto komplexer, desto mehr Energie braucht es. Das ist auch so ein Grundprinzip. Ja? Genau. Und deshalb macht es so einen Sinn. Am Hauptbahnhof stehen und ich merke dann die Polizisten und die Penner und dies und das, ne? Da müsste ich eigentlich mit mir arbeiten. Ihr wisst selber, wie lange ich da stehen würde. Ist nicht. Darf man nicht. Obwohl es gesund wäre. Ja? Den Krankenkassen Milliarden sparen würden und so weiter. Ja. Da könnte noch ein paar Auszugzellen bauen am Münchner Bahnhof, dass ich weiß, wenn ich auf den Zug komme, wo ist die nächste Zelle? Nein, und ja. Und da kann ich mir auch meine Klangschale mitnehmen und mich reinstellen und. Oh. Ja. Alles immer so reglementiert und so eng. Ja? In Wirklichkeit, es geht nur um die Befreiung. Es geht um die Befreiung der Töne, das haben wir gehört. Das heißt, geht raus aus diesen alten Geschichten von nur Terz oder nur das. Singt einfach gemeinsam alles, was möglich ist. Das befreit und das befreit auch eure Zellen. Wenn ihr euch einen Rhythmus befreien wollt, was ist passiert in Deutschland? Wisst ihr, welcher Rhythmus hier läuft? Und seit wie vielen Jahren der läuft? Welcher? Die 4. Ja? Im Krieg war es ganz viel auch noch die 2, aber die 4 ist uns geblieben. Wenn ihr das Radio einschaltet, da kommen zu 99% die 4. Was ist die 4? Männliche Energie. Absolut männliche Energie. Beschleunigend, nach vorne gehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alle kennen das. Ja? Und wo ist die 3? Die 3 ist weiblich. Die 3 ist ein ganz anderer. Gerade das Lied, was ich gespielt habe, war ein Dreier zum Beispiel. Deshalb wirkt es anders.
Ja? Überlegt euch, wenn die Soldaten in den Krieg gezogen worden mit den Trommeln und man hätte einen Dreier gespielt. Das hätte den Krieg nicht gegeben. Das ist nur mit der Vier möglich. Ja? Und das ist Energiearbeit. Also wir entscheiden das. Und wenn ihr jeden Tag einen Vierer im Radio hört, braucht ihr euch nicht zu wundern, dass alles schneller geht, dass ihr außer Atem seid und so weiter. Ja? Ist einfach so. Das heißt, einfach viel mehr Dreier machen. Machen wir einen Dreier zusammen? Ja. Ja. Also es ist ganz einfach. Ich nutze dafür, weil es auch ein Erdenrhythmus ist. Es ist ein Rhythmus von unserer Mutter Gaia. Ja? Die Vier nicht. Die Vier ist kein Erdenrhythmus. Es ist ein männlicher Rhythmus und Drei ist auch ein Herzrhythmus. Ist auch in den Herzgefäßen drin. Also, man macht immer einen Schritt vor und dann zurück. So. Also ich mache die Füße so. Ja, es ist im Grunde nichts anderes als ein Wechselschritt, aber ich gebe dem Ganzen den Dreier. Ja, da müsst ihr aufstehen. Das geht nicht. Hallo. Ja. Und dazu benutze ich den Namen der Mutter. Also das. Ich mache die Hände nur so um meine Füße zu zeigen. Du könntest es gerne auch. Ja, da ist der Platz fast zu klein für mich. Aber was ich dann mache, ist, also ich benutze den Namen der Mutter, das Gaia und das Ma. Und das ist ein Rhythmus, den könnt ihr jederzeit auch zu Hause anwenden, mit Freunden anwenden, um in die Entschleunigung zu gehen und um in die Verbindung mit Mutter Erde zu gehen. Das ist ganz einfach. Ja? Beim Ga schicke ich meine Herzensenergie bis zum Herzen der Mutter in die Erde. Und beim Ma verbinde ich es mit meinem Herz. Das heißt wirklich, diese Herzverbindung zur Mutter herzustellen. Und der Schritt ist eben immer dieses Gaia, Ma, Gaia, Ma, Gaia, Ma, Gaia. Genau, weiter. Gaia, Ma, 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 Gaia, Ma,
Bewegung langsam kleiner werden, bis ihr äußerlich zur Ruhe kommt, aber mit der Gewissheit, dass es innerlich ewig weitergeht. Auch die Verbindung zur Mutter aufrecht bleibt. Und jetzt bitte ich euch, ein kurzes Experiment zu machen. Geht an eine Pulsstelle eures Körpers, hier an die Halsschlagader oder am Handgelenk und fühlt euer Herz. Und fangt mal an, es innerlich zu begleiten. Und schön wäre mit einem Danke. Bedankt euch bei eurem Herz. Und lasst dieses Danke dann nach außen kommen. Jeder in seinem Herzrhythmus. Die Herzschläge mit Danke. 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 Okay.